Wir kommen nun zum Stand der Kunst. Ich beziehe mich dabei auf eine Arbeit von Krzyszewski und Co-Autoren aus dem Jahr 2012. Sie haben ein Netzwerk vorgestellt, das in der Lage ist, Bilder zu klassifizieren, und zwar Bilder, die aus 1000 verschiedenen Kategorien kommen. Was sind so typische Kategorien? Auf dem Bild ist ein Tiger, auf dem Bild ist ein Auto, auf dem Bild ist ein Schlachtschiff, auf dem Bild ist ein Containerschiff, auf dem Bild ist ein Pilz und so weiter. Also hier sehen Sie eine Ausgabe dieses Systems. Hier rechts etwa, hier ist das Bild, das gezeigt wird. Das ist dieser. Und das System sagt, ich glaube, das ist ein Leopard, und zwar etwa mit Wahrscheinlichkeit 0,7. Es könnte aber auch ein Jaguar sein, vielleicht mit Wahrscheinlichkeit 1,15. In Frage kommt auch noch ein Cheetah oder ein Schneeleopard und so weiter. Hier ganz links sagt es, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Containership ist, aber es könnte auch ein Rettungsboot sein, so vielleicht mit Wahrscheinlichkeit 0,1 ist es ein Rettungsboot, aber wahrscheinlich ist es ein Containerschiff. Und jetzt in den nächsten paar Minuten möchte ich Ihnen zeigen, wie das gemacht wird. Im Prinzip sind es die gleichen Techniken, die wir kennengelernt haben, also in der Methode von 86, dieses neuronale Netz, das in der Lage war, ein T und ein C zu unterscheiden. Aber es ist sehr viel größer und deswegen leistungsfähiger. Also hier, die Bilder haben jetzt 224 mal 224 Pixel. Und jedes einzelne Pixel hat Farbwerte, drei Farbwerte, also wieder Rot, Grün, Blau, von 0 bis 255. Das sind 8 Bit, 24 Bit pro Pixel. Es sind 224 mal 224 Pixel, das ist ungefähr 45.000. Also 45.000 Pixel. Und dann 24 Bit pro Pixel, das ist dann ungefähr 1 Million Bit. Wir haben also dann ein Netz. Das hat 1 Million Eingaben und jede Eingabe ist 0 oder 1 und es hat 1000 Ausgaben und wenn das Netz meint, die ITE-Ausgabe, das Bild gehört zur ITE-Kategorie, dann sollten also alle Ausgabedrähte 0 sein, außer dem ITE, der sollte 1 sein. Das Netzwerk hat 8 Schichten. Also nicht mehr 2, sondern es hat jetzt 8 Schichten, 1 bis 8. Und insgesamt 650.000 Neuronen und damit 60 Millionen Parameter. Erinnern Sie sich, unser Netzwerk von 86 hatte 100 Neuronen, ein paar hundert Neuronen und dementsprechend auch ein paar hundert Parameter. Wie wurde das trainiert? Es gab 1,2 Millionen Trainingsbeispiele aus 1000 Klassen, also etwa 1200 Bilder pro Klasse. Und Menschen haben gesagt, was auf dem Bild ist, zu welcher Klasse ein Bild gehört, ja, klassifiziert durch Menschen. Wie passiert das? Also wie kriegt man Menschen dazu, dass sie 1,2 Millionen Bilder klassifizieren? Das geht einmal durch soziale Netze, dass Leute Bilder hochladen, so wie das bei Instagram, und die Bilder auch beschriften. Oder dass man Leute beschäftigt und sie dafür bezahlt. Also es gibt von Amazon den Mechanical Turk, da kann man Leute für solche Aufgaben anstellen und etwa sagen, wir zahlen pro Bild 1 Cent fürs Klassifizieren. Und manche machen das auch freiwillig. Das Training dauerte eine Woche auf einer sehr kräftigen Maschine. Ja, also im Prinzip ist das Gleiche passiert wie 86, aber auf einer sehr viel größeren Dimension. Es gibt eben nicht mehr 100 Neuronen, sondern 500.000. Es werden nicht mehr 100 Parameter eingestellt, sondern 60 Millionen Parameter eingestellt. Die Trainingsmenge ist riesig
Und das Training dauert auch sehr lange. Also es ist hier wirklich ein Beispiel, wo Quantität umschlägt in Qualität. So, sehen wir uns die Architektur etwas genauer an. Hier ist die Architektur genauer, also hier ist die Eingabe. Unser 224 mal 224 Pixel, jeweils mit drei Farbwerten. Dann sind die Schichten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auf der ersten Schicht schaut sich jedes Neuron ein Feld von 11 mal 11 an. Also wir haben hier 224 mal 224. Und so ein Neuron schaut sich an 11 mal 11. Und das nächste Neuron dann auch wieder 11 mal 11, aber um 4 verschoben. Um das ganz abzudecken, braucht man eine 55 mal 55 Matrix von Neuronen. Die sind alle identisch. Und in der ersten Schicht gibt es 96 verschiedene Neuronen. Alle Kopien eines Neurons teilen sich die Parameter. Aber es gibt 96 verschiedene Neuronen in der ersten Schicht. In unserem Beispiel von 1986 gab es ein Neuron in der ersten Schicht. Die Neuronen in der zweiten Schicht, die kriegen ihre Eingabe von Neuronen der ersten Schicht. Und jedes Neuron der zweiten Schicht schaut sich also fünf Neuronen der ersten Schicht an. Ja? Und jedes Neuron der ersten Schicht steht so für 11 mal 11 Gitter, jeweils um 4 verschoben. Das heißt, so Neuronen der zweiten Schicht haben ein größeres Sehfeld, die schauen sich ein 31 mal 31 Feld der Eingabe an. Und es gibt eine 27 mal 27 Matrix der Neuronen der zweiten Schicht. Und es gibt 256 Neuronen auf der zweiten Schicht. Schichten 3, 4 und 5 sind ähnlich. Dann Schichten 6 und 7 haben als Sehfeld die ganze vorherige Schicht und damit auch die ganze Eingabe. Die Ausgabeschicht dann, wie schon gesagt, die 1000 Neuronen. Was ist jetzt so geheimnisvoll, wieso genau 8 Schichten? Na, je mehr Schichten man nimmt, desto länger dauert das Training und 9 Schichten konnten sie nicht mehr trainieren. Die Ergebnisse wurden auch immer besser mit der Anzahl der Schichten. Wieso 96 verschiedene Neuronen auf der ersten Schicht, 256 Neuronen auf der zweiten Schicht? Mit dieser Größe konnten sie das Netz noch trainieren und es gab sehr gute Antworten. Jetzt kommen wir mal zu den Antworten. Also, ich habe Ihnen vorher schon die Klassifizierung gezeigt. Hier das zweite. Da hat man also Anfragen, diese Bilder, die gehören nicht zur Trainingsmenge. Und das hier sind die ähnlichsten Bilder in der Trainingsmenge. Alles schon eindrucksvoll gut. Also hier unten bei dem Hund etwa sehen Sie, da sind 6 verschiedene Hunde ausgegeben und die Bilder sind doch sehr verschieden. Auch bei dem Kürbis von Halloween, die Eingabekürbisse bei dem Schlachtschiff, auch das ist ziemlich verschieden. Auch der Elefant ist in deutlich verschiedenen Posen und das System erkennt, das ist ein Elefant. Wieso das so gut funktioniert, ist nicht wirklich verstanden. Man kann ein paar Hinweise geben, was so die Neuronen der ersten Schicht, der zweiten Schicht, der dritten Schicht, was die erkennen. Und das möchte ich Ihnen jetzt auf den nächsten Folien etwas klar machen. Sehen wir uns zunächst mal die Neuronen der ersten Schicht an. Neuronen der ersten Schicht, die schauen ja auf eine 11 mal 11 Teilmatrix der Eingabe und die entdecken sowas wie Kanten, Linien, Bögen. Also etwa dieses Neuron hier spricht sehr gut an auf so Linien, die von links oben nach rechts unten gehen. Die Farbe ist ihm ziemlich gleich. Dieses Neuron hier unten scheint auf große Flächen von gleichfarbigen Sachen anzusprechen. Ja, also die Farbe selber ist nicht, aber es muss eine große Fläche sein und gleichfarbig. Dieses Neuron etwa spricht auf senkrechte Linien an oder aber auch so auf so schräg, leicht schräge. Ja.
und so weiter. Sowas können Sie auch über die anderen Neuronen sagen. Jetzt schauen wir, gehen wir eine Schicht höher. Die erkennen dann schon kompliziertere Sachen. Die schauen sich ja auch ein größeres Sehfeld an. Ja, die haben, wir schauen jetzt auf 31 mal 31 Felder der Eingabe. Und da habe ich jetzt wieder vier Neuronen Ihnen gezeigt. Dieses Neuron hier spricht an auf so, ja, was schon ausschaut wie ein Zaun mit senkrechten Latten. Dieses Neuron hier spricht an auf Kreise. Das Neuron hier rechts spricht auch auf Kreise an. Das hier spricht an auf so Sachen, die waagrecht geschichtet sind. Und so, wenn wir jetzt langsam die Schichten hochgehen, werden Sie sehen, die Features, auf die die Neuronen ansprechen, werden immer komplizierter. Also hier jetzt Neuronen der dritten Schicht. Das hier spricht auf so etwas Zaunartiges an. Oder Wabenartiges. Das hier unten spricht an auf Räder. Das hier oben auf so kastenförmige Sachen, boxförmige Sachen. Das hier links, ja, auf irgendwas, wo ein senkrechter Strich drin ist, in der Mitte. Jetzt gehen wir noch eine Schicht höher. Eine Räume der vierten Schicht, hier links oben. Das spricht an auf Hundegesichter. Dieses Neuron spricht an auf sowas, ja, auf kreisförmige Sachen. Ja. Dieses Neuron da unten spricht so auf, ja, auch auf kreisförmige Sachen an, damit das was anders zentriert ist. Hier links dieses Neuron mag rot, rot in verschiedenen Ausprägungen. Und hier auf der nächsten Schicht wird es noch klarer. Jetzt sind wir in der fünften Schicht, also das hier auch wieder. Gesichter von Hunden, aber jetzt schon spezifische Hunde. Hier unten ja, Teile von Vögelgesichtern oder auch Reptiliengesichtern. Hier rechts auch Köpfe von Hunden. Hier links unten Fahrradfahrer, ja, Fahrräder. Und dann jetzt noch, ja, die nächste Schicht habe ich nicht mehr. Lassen Sie mich zusammenfassen. Neuronale Netze mit vielen Schichten haben einen Durchbruch geschafft in Bilderkennung, Handschriftenerkennung und Spracherkennung. Der Fachausdruck ist Deep Networks. Deep heißt einfach, weil es 8 Schichten sind und nicht mehr 2 oder 3, wie das früher der Fall war. Ich finde, es ist ein wunderbares Wort. Ja, es legt nämlich nahe, das ist tiefschürfend, aber es ist einfach eine Fachbezeichnung dafür, dass es 8 Schichten sind. Je höher die Schicht, desto komplexere Merkmale werden erkannt. Merkmale auf einer höheren Schicht sind Kombinationen von Merkmalen auf der Schicht drunter. Das Training braucht sehr große Datensätze und diese Datensätze stehen seit einigen Jahren durch soziale Netzwerke und Crowdsourcing zur Verfügung. Vor 20 Jahren hätte es diese Datensätze nicht gegeben. Das Training ist aufwendig und dauert lange. Ich habe Ihnen gesagt, eine Woche auf einer sehr kräftigen Maschine. Aber das ist auch bei Menschen so. Ja, ich habe Enkelkinder und jetzt sind die mit 18 Monaten, haben die verknüpft das Wort Elefant mit dem Bild eines Elefanten. Ich habe 3 Enkelkinder, davon sind die beiden Jüngeren, sind eineiige Zwillinge, die sich wirklich sehr, sehr ähnlich schauen. Und die ältere Schwester hat fast 2 Jahre gebraucht, 18 Monate bis 2 Jahre, bis sie unterscheiden konnte. Davor hat sie nur mit die beiden Babys oder das Baby bezeichnet. Und nachdem sie die 2 Jahre gesehen hat, hat sie mit Namen benannt. Aber es hat 2 Jahre gedauert. Ja? Der Durchbruch ist also erst jetzt passiert, weil man erst jetzt diese großen Datensätze hat und auch erst jetzt diese ganz großen Netze trainieren kann. Es ist ja aufwendig, die zu trainieren. Aber die Technik ist im Prinzip seit 25 Jahren bekannt.